Jo Leute, hier ist der Markus und hier ist wieder eure neue Folge von den Technik News. Da ich bin heute alleine, weil David heute verhindert ist und wir aber die Folge noch rausbringen wollten, weil wir ja das immer pünktlich um Donnerstag machen. Wir fangen auch direkt mal an und zwar fangen wir an mit den neuen Prozessoren von AMD. Zwar ist sind die Prozessoren, also jetzt ist die 9000er Reihe rausgekommen, sind die noch nicht in Europa verfügbar, also in der EU, aber erste Prozessoren sind in Amerika und in Polen aufgetaucht und werden da auch von Anbietern schon angeboten, also es kann wahrscheinlich nicht so lange dauern, bis die kommen. Das neue Flaggschiff davon ist der FX 9590. Der soll jetzt in Amerika, kostet er ungefähr 870 US-Dollar. Und wie das dann in Europa aussieht hier, das wissen noch alle nicht. Das wird noch viel spekuliert. Das wird man dann sehen. Kommen wir mal ein bisschen zu den Daten. Ja, er hat einen Basistakt von 4,7 GHz. 8 Kerne. Wie auch jetzt, mehr wird sowieso ja unten nicht unterstützen, wäre sinnlos. Und ist natürlich jetzt die neue Reihe von AMD, womit sie auftrumpfen wollen. Gut, kommen wir mal weiter zu genau der anderen Seite, nämlich Intel. Intel hat nämlich jetzt einen in diesem zweiten Quartal einen Einbruch von 29%. Sprich, sie haben ein Umsatz- und Gewinnrückgang von 29%. Und der Umsatz, den sie im vorherigen Jahr gemacht haben, beträgt ist 5% größer. Und hat Intel darauf reagiert. Übrigens, sie haben heute an diesem Tag, an dem Donnerstag, wo ich das mache, ihren 45. Geburtstag gefeiert. Der natürlich dann nicht so gut ausfiel, ne? Kann man sich vorstellen. Und Intel will jetzt verstärkt auf mobile Prozessoren gehen und in dieser Richtung weitere Fortschritte machen und da der Konkurrenz halt den Platz wegnehmen. Kommen wir weiter, gehen wir langsam zu den Spielen und zwar wieder Call of Duty Ghosts. Ja, es wird wieder hyped und alles mögliche, aber jetzt hat sich wieder ein Entwickler zu Wort gemeldet und zwar sagt dieser Entwickler, dass jetzt nicht wie in zum Beispiel Black Ops 2 wieder eine Story nach demselben Prinzip mit Leveln und mit so einer vorgegebenen Story gespielt wird, sondern dass bestimmte Items in diesen Missionen dann aufgehoben werden können, die im späteren Spielverlauf wichtig sind. Also ist sie sagten, es kommt etwas komplett Neues, was es so noch nicht gab. Aber wir wissen alle, da hat COD und Activision und alle da haben so viel schon gelabert und nachher war es doch dasselbe. Aber wir können uns ja mal überraschen lassen, ne? Gut, kommen wir weiter zu meinen letzten zwei Themen. Und beide Themen gehen über Apple. Und zwar will Apple in ihrem neuen iPhone 6 keine Prozessoren von Samsung verbauen. Sie wollen sich langsam von Samsung wieder lösen und wollen stattdessen Prozessoren von einer anderen Firma benutzen, die aber noch nicht vorgestellt wurde. Also das lassen sie noch ein bisschen geheim. Das ist noch nicht so wirklich raus. Finde ich eigentlich gut, weil ich meine, man muss jetzt nicht dem größten, ich sag mal Gegner, in Anführungszeichen, jetzt noch irgendwie die Ware abkaufen, da kann man auch kleinere Unternehmen vielleicht unterstützen, die genauso viel haben. Und große Konzerne sind meistens eh schon ein bisschen ja verwöhnt. Und da finde ich es gar nicht schlecht, wenn man vielleicht
diesmal ein kleinerer Konzern der zu der Sache kommt und da aushilft. Gut, kommen wir zu dem letzten Thema. Auch wieder Apple, habe ich ja schon gesagt. Und zwar hat Apple einen Kinect-Entwickler gekauft. Wer nicht weiß, was Kinect ist, das ist die Bewegungssteuerung von Microsoft bei der Xbox. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, will Apple in den Gaming-Markt einsteigen? Darum ranken sich jetzt wieder viele Mythen, weil das natürlich ein ungewohnter Schachzug ist. Werden wir sehen. Gut, wir sind schon wieder am Ende dieser heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht und ihr habt wieder ein paar neue Informationen erlangt. Ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Ciao!